jetzt habe ich auch Aufnahme. So, hallo Leute nochmal für Blani-Zuschauer. Wir sind bei Magica und gehen jetzt weiter. Wie jetzt einfach. Du hast gesagt, ich soll starten, also starte ich. Angst! Moment, ich habe mich doch gerade wiederbelebt. Du brennst, beleb mich mal schnell wieder. Ja, ja. Ich will nicht sterben. Ich habe nur Arcane drauf gehabt, keine Ahnung. Weil du es kannst. Jung. Ui, das wollte ich nicht. Bin ich nass? Nein. Achso, nee, bei denen geht das nicht. Ah, ich hätte gern meine Gyrojet-Pistole wieder. Das hat sich eigentlich ganz gut gemacht. Ich glaube, das geht nur, wenn ich jetzt hier in dem Bereich sterbe, werde ich automatisch wiederbelebt. Ja. Nee, warte, ich muss ja auch da. QR. A. A, B, B. So. Ich komme irgendwie keine Gegner, kann das sein? Ich gehe jetzt hier langsam. Nein, wir sind da hinten wahrscheinlich gleich. Wenn der jetzt Level beendet steht. Wir haben ja so Glück. Nee. Es kommt erst das Dorf. Control Point. So, und heute schaffen wir es bestimmt auch mal, eine Folge komplett aufzunehmen. Ja, der Graf spricht nur mit seinen Dorfbewohnern, gewinnt das Vertrauen seiner Dörfler und der Graf wird euch vertrauen. Natürlich. Kommt der, kommt beim Grafen jetzt, du weißt schon wer? Hä? Achso. Wieso bist du so langsam? Ich hab noch Zauber drauf. Nein! Sag mal! Jetzt nicht, ja. hi, wir sollen nur vertrauen. Ah, das ist das. Du sollst nicht das Leben klauen, du sollst die Leute wiederbeleben. Schmeiß mal Heilbomben! Schade, sie stoßen sie nicht weg. Was sieht eigentlich, wenn jemand umbringt? Wenn ihr unsere Krankheit heilen könnt, dann kann das ja wohl jeder. Natürlich, kann auch jeder. Was? Könnt ihr vielleicht auch die Feldfrüchte heilen? Ich hab sie gerade getötet! Ah, ich weiß warum. Geh drauf. Ja, solange du sie nicht, wie jetzt gerade, in alle ihre Einzelteile zerschmetterst, wird sie, weil sie in deinem Radius gestorben ist und als Verbündete zählt, wiederbelebt. Nein, ich kann keine Früchte heilen. Tut mir leid. So, ich habe übrigens den Stab des Lebens mal wieder. Regeneration, Aura und Wiederbeleben. Kennen wir noch. Den auf einmal her? Der stand da hinten rum. So, haben wir alle geheilt oder getötet? Ja, wir haben alle geheilt und oder getötet. Aber es geht nicht weiter, vielleicht hätte ich sie nicht töten Doch. Wollen. Geh mal darüber. Allerdings, warte mal, ich überlege gerade. Gab's hier links oder rechts noch was? Hä, nein, eigentlich wird doch was getriggert, oder? Zeit zurückdrehen. Also wir müssen die wirklich alle heilen. Moment, was? Wait, oh. What? Warte mal, jetzt brauchen wir nicht mal viel machen. Das reicht ja. Hä? Was hat mich umgebracht? Was hat mich umgebracht? Ich bin einfach hinterhergelaufen. Oh, vielleicht. Oh, warte mal kurz. Warte mal kurz, das muss ich jetzt mal ausprobieren. Komm mal zurück ein Stück. Wenn ich den Stab der Toten habe und in deiner Nähe komme mit dem Stab der Lebenden, mit dem Stab des Lebens, vielleicht bringt mich das um. Nein. Nein. Irgendwas hat mich gerade umgebracht. Vielleicht war das Karma.
Instant Karma. Gib mir das Schwert! Danke. Nein! Ach, scheiß drauf. Ich nutze das Schwert sowieso nicht. Hey, sind alle weg? Hä? Wie alle weg? Hier stehen sie doch. Bei mir stehen sie noch da. Oh nein. Bin ich wenigstens bei dir noch zu sehen? Ja, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Nein. Die Menschen sind voll gut bei Bloody. Unser Herr hat uns hintergangen. Zu den Heugabeln. Zeit für eine wütende Meute. Kriegen wir auch Heugabeln? Ich glaube nicht. Oh. Öffne die Türe, du Feigling. Hey. Das kam ein bisschen überraschend. Jetzt, wo ich drüber nachdenke, ich werde doch mein Leben nicht wegen eines klitzekleinen Missverständnisses aufs Spiel setzen. So, jetzt können wir trotzdem nochmal gucken. Ne, hier rüber kommen wir nicht, kommen wir darüber. Hä? WTF? Ich sehe keine Leute. Siehst du mich? Ja, ich sehe dich, aber ich sehe die Leute nicht. Reicht vollkommen aus. Vielleicht, wenn wir die Map wechseln, siehst du jetzt hoffentlich gleich den Gegner. Control Point. Moment, ich sehe doch was. Da ist eine Magiki. Eine Magik. Angst! Und ein Elch. Das habe ich letztes Mal, glaube ich, schon versucht. Moment. Nein, ernsthaft. Hey, das ist der Typ aus Loom. Das ist der König des Waldes. Königssuche, ja. Hä, aber... Den Elch hatten wir noch nicht. Hä, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich beim letzten Mal den Elch versucht habe anzuklicken. Tja. Oh, wir haben Betörung gelernt. Sehr gut. Warte mal kurz, ist das ein Buch, was da liegt und aufgeschlagen ist? Alter, kannst du mal aufhören, so unglaublich doll zu blitzen? Ich blitze nicht so unglaublich doll. Nein, aber das ist irgendwie das Spiel blitzt ganz schön doll. Ja, dafür, dass wir drin sind, krass, ne? Oh, warte mal, weil, na vergesst, das ist nicht weiter wichtig. Wichtig hingegen ist, wir gehen da noch nicht oben rein. Ja, wir gehen unten erstmal rein. Genau. Ich glaube, die Tür ist zu. Der Graf schätzt Auswärtige nicht sonderlich und sein Zorn ist leicht entflammbar. Aber wenn ihr ihm einfach die Lage erläutert, wird er gewiss vernünftig sein. Viel Glück. Nee, da gibt's nichts. Schade, ich dachte, da gäbe es noch was. Hat nichts gebracht. Oh Gott, lass uns hier weg. Das ist ja grausig. Lass uns den Graf besuchen. Den Grafen von Unheilig. Hast du Vlad da gerade gesehen? Oh nein. Typ mit einer Peitsche, der einen Lederrock trägt. Nein. Der Kastel war ja nie ein Mensch. Ich weiß nicht, wie er heißt. Oh, jetzt können wir wissen, wo die Musik herkommt. Aber die Blitze. Ihr? Ihr seid mir hergefolgt? Ihr müsst ja unbedingt euren Rüssel in alles stecken. Was? Nur die Welt retten, das reicht wohl nicht. Nein, ihr musstet herkommen, um euch am Anblick dieses jämmerlichen Schlosses ergötzen. Wo doch alle meinten, Schloss im Sumpf? Hallo! Und anscheinend hatten sie recht. Aber es wird nie jemand von diesem meinem beschämenden Schicksal erfahren. Ihr lasst mir keine andere Wahl. Ich muss euch nun vernichten. Was hatten wir denn für eine tolle Taktik gegen Blatt? Ich muss euch nun vernichten. Aber Schild und dann Leben. Aber bevor ihr sterbt, werde ich euch ein Geheimnis anvertrauen. Etwas so Unglaubliches, dass euren Bezug zur Realität auf Evil erschüttern wird. Ich bin ein Vampir. Hä, wie? Schild? Schild rum und Schild? Na, wie gefällt euch das? Rundum Schild? Ja. Ich schilde. Okay. Ich bin ein Vampir. So, jetzt. Ich bin ein Berliner. Hä? Lebensbomben. Könntest du bitte? Das macht nicht sonderlich viel Schaden. Nicht wirklich. Und er hat ein Wasserschild, warum auch immer. Versuch mal die Eisvariante.
Donner, Donner, Eis, Eis, Schild. Hast du Angst gewirkt? Nein. Warum rennt er da hinten gegen die Wand? Ich weiß es nicht. Kommst du bitte her, Vlad? Hey, komm schon, jetzt verstehe ich den Namen des Kapitels. Glitch. Oh, jetzt kommt er wieder an. Eisschild hilft nicht gegen ihn, glaube ich. Ach so, das kann sein, dass es kein Wasser, sondern ein Eisschild. Es sieht zwar aus wie ein Wasserschild, aber... Und das ist ein Arkanschild. Also, ich glaube, er hat alle Elementarschilde, kann das sein? Nee, er kann brennen. Er hat gerade kurz gebrannt, aber... Elektro ist doch am besten. So, ja. Könntest du bitte... Vlad, bitte... Hör auf, da runter zu rennen. Mach du mal weiter, ich booste mal ein bisschen. Alter, hast du gerade ein Riesenschwert gesehen? Ja, natürlich. Bam. Ich glaube, wir machen so ein Schild mehr sehr schade selbst als ihn. Nee, da hinten wo. Ich glaube, er hat gerade ein Lebensschild, schau mal. Jetzt hat er ein Lebensschild, ja. Nee, oh nee, nein, nee, achso. Das ist kein Lebensschild, das ist Lebensaura. Aber er ja, nimmt aber er heilt sich nicht. Ja, wäre noch schöner. Der ist tot, genau. Blut. Hast du gerade Eisblitze gecastet? Wow! Hast du das gerade gesehen? Ich habe gerade Eisblitz Bomben gecastet. Komm mal her, Vlad. Ja, ich halte das Schild lange aufrecht. Ne? Was macht der da hinten? Okay, guck mal, wie es vor allem die Leiste runtergeht. Damit machst du ihm nicht wirklich Schaden, damit kannst du ihn... Doch. Okay, das war jetzt irgendwie... Aha, ihr habt mich besiegt, aber ihr seid nicht so mächtig, wie ihr glaubt. Wollen doch mal sehen, wie euch die ewige Finsternis von Niflheim schmeckt. Oh nein, bitte nicht Niflheim. Niflheim, wuhu. Portus. Portus, hat er gesagt. Portus? Das könnte doch noch ein anderer Vlad. Was? Der andere Vlad könnte auch Portus. Alle Vlads können Portus, weil Vlad ist Vlad. Vlad ist Vlad. Erst Grimm, dann Frango. Nach einem fürchterlichen Missverständnis. Bitte, geh nicht kaputt spielen. Geh nicht kaputt spielen. Den Grafen an, der gar nicht anders konnte, als sie in ihre Schranken zu weisen und in die Unterwelt namens Niflheim zu bannen. Dort sollten sie jemanden finden, dein Ernst sein, der sie wieder in die Welt des Dinglichen bringen konnte und zu Fafnir. Dann würde ich sagen, wir machen das einfach onscreen, dass du dein Spiel neu startest und ich auch. Was hältst, du davon? Ah. So, ganz kurz. Wir gehen ganz kurz in die Lobby. Ja, wir haben das neue Level. Ich warte auf The Vardrug. Ich weiß gar nicht, was das ist, dass das Spiel, mein Spiel so komplett im Eimer ist. Ich verstehe auch gar nicht, warum das nur dir passiert und mir nie. Na, weil du Horst bist. Ich bin nicht Horst. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass ich Horst bin. Wahrscheinlich habe ich einfach entweder stableres Internet oder mein PC macht nicht so eine Spacken oder so. Spiel beitreten, das Passwort. Das will ich nicht zeigen. Ist doch egal. Ich lasse euch mal ein bisschen Konfetti da, solange ich das Passwort eingebe. Ist das Konfetti wenigstens animiert? Natürlich. Dauerschleife oder wie? Das ist eine GIF. Ja. Konfetti. So, Konfetti wieder rausnehmen. Ich weiß immer noch nicht, was du hast eigentlich, mit dem die Zuschauer sollen das Passwort nicht sehen.
Das ist voll geheimes Passwort. Das ist meine Kreditkarten-PIN. Gefolgt von deiner Kontonummer. Erst Grimm, dann Fango. Genau, dann starten wir mal. Sobald ich auf OK gedrückt habe. Yay, Spam, 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 Spam. Vielleicht liegt's daran, vielleicht geht deswegen das Spiel mal kaputt. Nach einem Missverständnis griffen die Zauberer den Grafen an, der gar nicht anders konnte, als sie in ihre Schranken zu weisen und in die Unterwelt namens Niflheim zu bannen. Dort sollten sie jemanden suchen, der sie wieder in die Welt des Dinglichen bringen konnte, und zu Fafnir. Fuck! Passiert mir auch immer. Nasse Feinde und solche mit Rüstung erleiden höheren Schaden durch Blitz. Wow. Nein, 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 Spiel, please! Na, der war das Batzenland. Tja, das hat nicht so gut funktioniert. Warum habt ihr nicht einfach die Situation erläutert? Kein Grund, euch eure Fehler aufzutischen. Wie es scheint, seid ihr in Niflheim gelandet, dem Land der Toten. Gut für euch, dass ich den Herrscher dieses Landes kenne, Gevatter Tod. Der ist nebenberuflich Teilhaber eines Reisebüros. Ihr müsst nur die Stadt der Toten ausfindig machen und dann immer geradeaus durch. Oh ja, ich habe Vlads Handschuh. Vlads Handschuh verleiht dem Träger nahezu vampirische Kräfte. Passive Fähigkeit kehrt Lebensschaden um. Passive Fähigkeit Arkanimmunität. Könntest du bitte aufhören, mich zu töten? Ich glaube, ich weiß, was kehrt Lebensschaden um heißt. Stellt Leben wieder her, indem es dem Nächsten entzieht. Das heißt, du musst mich damit angreifen, damit du dich heilst. Nein. Irgendwie. Das da. Hä? Aber schieß mich mal mit Arkan. Beschieß mich mal mit Arkan. Also Arkan heilt mich nicht, aber Leben selbst schadet mir. Und deswegen kann ich dann das da machen. So. Wir werden heute ausnahmsweise mal versuchen, den direkten Weg zu nehmen und nicht zu viel hier drin zu machen. Ne? Könntest du... Entschuldigung. Den direkten Weg, habe ich gesagt. Ich sollte auf einmal Arkan. Und Blitz. Oh, der hat Arkan. Gegen den bin ich immun. Renn doch nicht weg. Wie soll ich denn sonst töten? Hm. Ach, du sollst nicht wegrennen. Und wenn dann nicht im Kreis. Nicht einfrieren. Bam. So, wir gehen mal nach da, weil da müssen wir lang. Wir machen uns das Ganze einfach mal ein bisschen einfacher. Da hinten blinkt was. Das ist nur mein Lebensstab. Achso, der da ein bisschen unter den Texturen rumglitscht. Genau. Ui, das wollte ich nicht. Ich wollte das da. Das ist voll die gute Idee, die alle mit Leben anzugreifen. Die können dann uns nichts. Oh, doch. Ja, dir nicht. Lock sie mal zu mir. Ja. Das war zu spät. Hier ist nicht mal Musik oder sowas, ist total ruhig. Genau. Okay, ist vielleicht doch keine so gute Idee. Ich habe doch gesagt, wir versuchen heute uns mal den direkten Weg zu nehmen. Weil sowas. So, jetzt bin ich Vlads Handschuh los. Beleb mich mal bitte wieder. Moment. So. Ich habe unsere. Ich will Vlads Handschuh aber haben. Haben wir nicht Unsichtbarkeit? Ach, verdammt. Das Ass, Teleport, Angst, Betörung, Donnerkeil, Regen, Blizzard, Feuersturm, Gewitter. Nein, kein Gewitter. Zeitzerrung, Totenerweckung, Phönixbeschwörung, Zunichtung, Abschutz auf dem Desktop, Verwirrung.
Okay, wir haben Unsichtbarkeit noch nicht. Du hast das bei mir zu oft gemacht. Das musste jetzt sein. Wir gehen jetzt einfach nach da oben und dann... Oh. Greifen uns auch so an. Ich weiß. Wir nicht aktivieren. Und wenn wir ihnen zu nahe kommen. Was hat ein Grün? Was ist ein Grün? Grün ist ein Gift. Du hast Wasser. Grün ist Gift und nicht Leben, ja, scheiße. Ich bin schon wieder mal tot. Achso, das ist der Typ. Ah, scheiße. Der hat Leben. Könntest du mal ein bisschen helfen kommen? Vielleicht? Ich versuche es. Nein, ich habe mir... Wieso hatte ich auf einmal ein Lebensschild? Nicht da hochrennen. Nein. Nicht da hochrennen, sagt er zu mir und aktiviert sie. Leben, Leben, Leben. Okay. Arkan. Oh, wir können hier nichts legen. Dankeschön. Kann ich ein Lebensschild geben? Hilft das was? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, schneller, 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 schneller. Ah, das hat nicht gereicht. Ich dachte, ich krieg ihn noch tot. Was muss ich eigentlich gegen den Donnertypen machen? Wasser. Oder Erde. Genau, schiebt ihr mal zu mir, ich will mich mal umbringen. Und der Lebentyp ist tot. So, der Wassertyp ist auch tot. Du bist nass. Kein Grund, mich gleich zu töten. So, wir müssen gucken, dass wir da oben durchkommen. Ich habe meinen Stab der Toten wieder mitgenommen. Yep. Halt, stopp! Jetzt aktivieren wir sie mal vorher. Womit? Mit Wasser aktivieren? Die haben sich selbst aktiviert. Das ist eine gute Idee. Ist das nur? Nein, verdammt. Geh mal da weg. Ja, ich bin weg. Ich wollte fragen, ob das nur Strom ist, weil ich nur ein Elektroschild hatte. Könntest du mich vielleicht mal lieb wiederbeleben? Könnte ich machen. Ja? Lauf! S-S-S-F. Okay. Oh Gott! Ich hab's überlebt. Ah, das funktioniert immer noch nicht hier. Ja, Bomben funktionieren nicht. Was machst du denn da Schönes? Ich wollte kein Rundumschild machen eigentlich. Bitte drauf gehen. So, aber wenn mich jetzt nicht alles täuscht, haben wir es schon wieder erstmal geschafft für heute. Ja. An dieser wunderschönen Fackel in der Unterwelt sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. An dem Bonfire, das ist ein Bonfire. Ja, was auch immer ein Bonfire. Aus Dark Souls. Bis dahin. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss.